29. April 2014. Es ist eine der größten Sensationen der DEL-Geschichte. Der ERC Ingolstadt wird völlig überraschend zum ersten Mal deutscher Meister. Aus der Mission Impossible Ingolstadt wird jetzt das irre Eiswunder von Ingolstadt. Die 20. Spielzeit der deutschen Eishockeyliga wird nicht von den üblichen Verdächtigen dominiert. Die Hamburg Freezers feiern 19 Heimsiege am Stück, bis heute Rekord. Die Freezers gehen nach 52 Spielen dann auch als Hauptrundensieger in die Playoffs. Die Adler Mannheim tun sich da deutlich schwerer. Weil die direkte Playoff-Qualifikation in Gefahr gerät, holen die Adler im Januar Hans Zach aus dem Ruhestand zurück an die Bande. Mit ihm werden die Mannheimer am Ende Vierter. Große Enttäuschung dagegen in Düsseldorf. Die DEG wird zum zweiten Mal in Folge abgeschlagen Tabellenletzter. Der Traditionsklub erneut am Boden. Der spätere Meister aus Ingolstadt schafft es als Neunter gerade so in die erste Playoff-Runde. Mitte Januar setzt es noch eine heftige 1:7-Pleite gegen Augsburg. Ich denke, wir müssen uns schon längst was einfallen lassen, sonst wird es sehr ungemütlich. Dann aber folgt der Turnaround. Die Panther spielen sich in einen regelrechten Rausch und erreichen die Finalserie gegen die Kölner Haie, die zum ersten Mal in der Geschichte über 7 Spiele geht und an Dramatik nicht zu überbieten ist. Die Pointe einer ganzen Saison wird dabei auf das letzte Drittel hinausgezögert. Leichter Puckverlust bietet den Konter. La Liberty! Total! John La Liberty nach 28 Sekunden im letzten Drittel. Und jetzt sind wir langsam aber sicher an einer Deadline angelangt, die aus einem Traum ein Ziel machen könnte. Für die Haie ist es die 4. Finalpleite seit dem letzten Titel 2002. Ingolstadt feiert ausgerechnet zum 50-jährigen Bestehen des Clubs die erste Meisterschaft. Die Saison, die wir hatten und die Playoff, die wir hatten, wir haben 21 Spiele gespielt im Playoff. Da einfach, die Mannschaft war überragend. Ey. Die Sensation wird in den Tagen danach in und mit ganz Ingolstadt entsprechend gefeiert.